Hallo, das ist der Marco. Und das ist der Ferri. Und wir finden es total wichtig, dass in Österreich auch Es wird besser jetzt initiiert worden ist, weil wir Jugendlichen Hoffnung geben wollen. Entstanden ist das ja in den USA. Und wir fanden beide, dass das Projekt und seine Idee eine enorm positive ist, weil es so eine positive Botschaft hat, weil Menschen ihre Geschichte erzählen. Und wir finden es gut, dass wir das jetzt auch hier in Österreich machen. Und das wollen wir jetzt auch machen. Und das fangen wir gleich mit dir an, Ferri. Mit deiner Geschichte, wie wurde es bei dir besser? Also angefangen hat es eigentlich übel, muss man leider sagen. Ich habe erst relativ spät begonnen, mit 18, mich überhaupt auseinanderzusetzen mit meiner sexuellen Orientierung. Und dann hat es 6 Jahre gedauert und diese 6 Jahre waren wirklich anstrengend, mühsam, muss ich sagen. Ich war orientierungslos und habe gewusst, es gibt Schwule, aber ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, trotzdem, ich bin der Einzige auf der Welt. Und eigentlich wollte ich das überhaupt nicht sein, weil irgendwie war das für mich verbunden mit, das ist irgendwie nicht natürlich und die können keine Familie gründen und das ist ja niemand und was sagt meine Familie dazu. Und eigentlich habe ich mir totale Sorgen gemacht und habe die ganze Zeit versucht, dagegen anzukämpfen. Ich will nicht schwul sein, ich muss was dagegen tun und das ist nur eine Phase und ich will da irgendwie raus. Und das hat so viel Energie geraubt von mir und 6 Jahre lang habe ich wirklich eigentlich darunter gelitten, bis ich dann draufgekommen bin, das Einzige, was ich tun kann und das Einzige Richtige ist, es einfach zu akzeptieren. Das ist ein Teil von mir, das ist so stark in mir, das muss etwas Natürliches sein, weil ich mich wirklich sozusagen bemüht habe, dagegen anzukämpfen und es mir einfach nicht gelungen ist und ich gesehen habe, das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir, das ist was ganz Natürliches. Und mit 24 habe ich es dann auch akzeptiert. Und dann ist es enorm viel besser geworden. Und wie ist es besser geworden? Was ist besser geworden? Ich habe einfach dann angefangen, es meiner besten Freundin zu erzählen, meinen Freunden zu erzählen. Habe festgestellt, dass die Reaktionen weit weniger dramatisch waren, als ich angenommen habe. Das haben die meisten eigentlich sehr positiv aufgenommen. Es haben mich so gut wie alle wirklich auch akzeptiert, in dem wie ich bin. Und das Allerwichtigste daran war, dass ich mich selber akzeptiert habe und dass ich selber endlich dazu gestanden bin, wie ich bin. Vorher hatte ich irgendwie 2 Identitäten, so die eine Identität, die ich nach außen hin war und die andere, die ich quasi bekämpft habe. Und dann war ich plötzlich eine Person wieder. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich einfach auch zu mir stehen kann und dass ich so sein kann, wie ich bin. Und das hat mir gezeigt, wie es besser ist. Und wie es besser sein kann und deswegen möchte ich nie wieder in eine Situation kommen, dass ich zu mir nicht stehen kann. Hast du das auch so empfunden? Ja, ich glaube, dass es sehr vielen so gegangen ist, auch mit ganz unterschiedlichen Biografien und Erfahrungen. Bei mir war es mehr der Konflikt zwischen einer sehr religiösen Erziehung, die ich erlebt habe, also den Erwartungen auch, die von mir oder in mich hineinprojiziert worden sind und dem, wie ich selber mich wahrgenommen habe. Das war der größte Konflikt. Also ich bin, wie gesagt, aufgewachsen sehr streng christlich in einer kleinen christlichen Gemeinde und hatte dementsprechend natürlich Vorstellungen, meinen Eltern zu entsprechen und meinem Umfeld, als auch Gott, was ja nun schon eine Herausforderung ist. Ja? Und damals habe ich daran auch noch geglaubt und ich ahnte ja schon sehr früh, dass mit mir, und das muss ich unter Anführungszeichen stellen, etwas nicht stimmt. Dass es eh stimmt, alles mit mir, konnte ich damals ja noch nicht wissen. Und ich habe eigentlich schon sehr früh angefangen, dass ich mir einfach gern Jungs angeschaut habe. Mit 14 hatte ich schon meine ersten Erfahrungen, sexuellen Erfahrungen mit Jungs. Habe aber auch eine Zeit lang auch noch mit Mädchen durchaus meine Erfahrungen gemacht, weil ich wollte nicht jetzt mich in eine Schublade stecken lassen. Ich wollte einfach, war neugierig. Ich wollte alles wissen, ich wollte erfahren, wer bin ich, was gefällt mir nicht. Und so bin ich aber schon sehr bald drauf gekommen, dass ich mich einfach zu Jungs hingezogen fühle. Und da war natürlich dieser Konflikt eben da, den ich vorher beschrieben habe. In der Schule bin ich jetzt nicht dann herumgelaufen, nachdem es mir eigentlich klar war, ja, ich stehe auf Jungs, dass ich da mit Regenbogenfahne durch die Schule gegangen wäre. Ich kannte damals noch nicht einmal eine Regenbogenfahne. Aber meinen engsten Freundinnen, eigentlich waren es vor allem Freundinnen, habe ich es erzählt und die Reaktionen waren eigentlich sehr positiv. Ich habe zu diesen Freundinnen auch heute noch Kontakt. Hattest du auch negative Erfahrungen? Ich hatte negative Erfahrungen viel später erst. Manchmal im beruflichen Umfeld, auf der Straße, dass du einfach mal schlecht angesprochen wirst.
auch im familiären Umfeld, aber das ist eigentlich ganz wenig, weil das meiste war sehr positiv. Als ich bemerkt habe, nicht ich habe das Problem, sondern es haben Menschen in meinem Umfeld ein Problem mit mir und das ist deren Problem eigentlich und nicht meins, ging es mir viel besser. Weil ich konnte zu meiner Identität stehen. Als ich zu meiner Identität stehen konnte, konnte ich viel selbstbewusster durchs Leben gehen, musste nichts verstecken. Das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt, glaube ich, den gerade Lesben und Schwule sehr oft erfahren. Und man kann in einer Art und Weise offen und selbstbewusst sein, dass man sich auch befreit fühlt. Und wenn andere dann ein Problem mit dir haben, dann schaue ich die manchmal an und denke mir, wieso hast du eigentlich ein Problem? Ja? Und ich denke mir, du musst keins haben, ich tue dir nichts. Das ist so einfach eigentlich, oder? Bei mir hat auch nicht jede Freundschaft mein Coming-out überlebt. Also es gab dann auch Freundschaften, die daran zerbrochen sind. Aber es sind viel mehr neue entstanden, das fand ich sehr toll. Also dass ich doch auch durch das schwule Leben einfach viele neue Freunde gewonnen habe. Und die Freundschaften, die ich vorher schon hatte, sind noch viel intensiver und stärker geworden. Also deswegen auch hinsichtlich Freundschaften kann ich sagen, dass das eine sehr positive Erfahrung war. Das kann ich bestätigen. Bei der Familie war es natürlich auch schwierig. Die musste sich auch daran gewöhnen. Das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Das kann auch ein bisschen dauern. Also bei uns hat es sicher auch länger gedauert. Aber am Ende siegt ja immer die Liebe. Und bei allen Konflikten, meine Mutter hat mich immer geliebt. Und mein Vater und meine Schwester und. Und am Ende siegt die Liebe und am Ende wird auch akzeptiert und respektiert. Und am Ende es wird besser.